meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Gleich geht's los nach dem Intro. Wir haben uns ja auf Facebook verabredet gehabt. Wir haben ja bei uns heute hier Feiertag. Es ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch normalerweise, ja. Und wollten hier bei dem geilen Wetter eine schöne Tour drehen. Und jetzt haben wir durch Zufall eben gerade, wir hätten uns hier bei Meckes in Banddorf getroffen gehabt. Ganz vorweg fährt nämlich jetzt Gerd mit seiner 1000er Gate. Der wollte eigentlich nur tanken fahren, hat uns hier Zufall gesehen. Hat sich jetzt uns angeschlossen und fährt, beziehungsweise fährt sogar vorweg. Ja, dahinter müssen wir noch haben, was haben wir dahinter? Gefolgt haben wir dahinter eine 700er Raptor, dann haben wir eine TGB 250er Raptor, 100 TRX und dann meine kleine Kawasaki Cat. Und ja, ich hoffe, man hört es, beziehungsweise man hört es nicht. Die Maschine müsste jetzt um einiges leiser sein. Ich hab mich mal wieder an den Luftfilter rangewagt, ein bisschen rumgespielt. Unter anderem, ja, ich habe auch Stolle drauf, dass quasi mein Quad eingewintert, also zumindest die Straßenreifen erstmal eingewintert. Habe das Offroad-Fahrwerk und die Offroad-Reifen wieder drauf gezogen. Und Luftfilter, genau. Ich hatte ja das ja mit diesem Malossi ausprobiert gehabt. Das ging ja nicht so toll, wie ich mir das dachte. Die Maschine wurde um einiges lauter, lief auch nicht wirklich so ganz rund. Diese Sportluftfilterkappen, die ich da drauf habe, diese kleinen Trichter mit diesem Drahtgestell, sehen aus wie ein K&N-Filter, aber es ist keiner. Sind nicht so optimal fürs Gelände. Erstmal vertraue ich den Teilen nicht so wirklich, was Dreck angeht. Und waren auch im Gelände echt schnell zu gewesen. Und ja, da hatte ich mal, deswegen wollte ich halt auch wechseln mit den Luftfiltern. Und da das mit den Malossis nicht klappte, aber die Malossis ja eine ganze Ecke größer sind, habe ich gebastelt und habe von den Malossis einfach diesen ist aber nett. So nett. Das machen wenige. Ich habe den Malossi quasi unten, der hat ja dann diesen Gummiring drinne, wo dieser Adapter oder diese Verjüngung halt drauf ist mit diesem Rohrende, dass man halt das auf den Stutzen draufziehen kann. Das habe ich komplett alles unten weggeschnitten, dass ich quasi nur noch diese Schaumstoffgedöns habe, weil das passt komplett über den anderen Luftfilter locker flockig drüber. Hab das quasi da drüber geschoben, von unten mit dem Kabelbinder wieder zugeschnürt und habe quasi jetzt meinen Luftfilter, mit dem es ja einwandfrei alles funktioniert, nochmal geschützt mit dem anderen. Und ich habe jetzt auch nichts an dem Power Commander oder sonst was geändert und sie läuft trotzdem sauber, rund und ruhig. Ah, herrlich. Also jetzt habe ich den Luftfilterschutz, wie ich ihn haben wollte. Kurz ein bisschen aufholen. aber das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Maschine jetzt ein bisschen leiser geworden ist. Das hat eigentlich mehr damit was zu tun, der diesen Entlüftungsschlauch vorne hier am Motor da dran, der direkt ja nur so ein 2 cm Stummel nach oben war, der halt relativ viel Lärm macht. Das habe ich quasi verlängert mit dicken Silikonschläuchen nach hinten mit einer Verjüngung dran und alles, dass es dadurch schon mal ein bisschen leiser wird. Und ich habe, der Tank ist ja bei mir komplett unten aufgeschnitten und vorne ja auch komplett offen. Aber wenn da denn der Schall durchs Gas geben ist, wurde der Schall quasi so nach unten halt weggedrückt. Dementsprechend war es jetzt hier für mich als Fahrer halt extrem laut immer. Da habe ich jetzt diese Hitzefolie, ist das so, Hitzeschutzfolie, die ich auch an meinem Auspuff hinten unter der Verkleidung geklebt habe. Die ist aus dem Motorsportbereich irgendwie. Hat auch noch so eine, hinter dieser Hitzeschutzfolie ist dann da, und der Klebeschicht dazwischen ist quasi, ja,
so eine Art Dämmung oder irgendwie sowas. Also soll wohl auch ein bisschen Schall schlucken. Ist auf jeden Fall relativ stabil und gut formbar, das Zeug. Das habe ich mir so zugeschnitten, dass wenn der Tank und das jetzt weg ist und man sieht hier so diese Rahmenrohre, dass das so genau da drauf liegt und das quasi so ein bisschen von unten abdichtet. Es ist nicht komplett luftdicht jetzt von unten, also es ist von hinten ist noch, dass Luft reinkommen kann und von vorne ist sie sowieso offen. Aber der Schall ist jetzt ein bisschen, ja, quasi nach vorne und nach hinten weg, dass es hier für mich eine ganze Ecke leiser ist. Auch das Standgeräusch ist um einiges leiser geworden. Das sind auf jeden Fall die Änderungen, die ich vorgenommen habe und es ist fürs Fahren echt um einiges angenehmer. Klar, wenn ich den Gashahn aufdrücke, hat man immer noch dieses kräftige, das Brüllen, aber es ist nicht mehr so penetrant laut, dass es so oh, weh tut. Weil es ist wirklich, wenn man wirklich auf Speed anlegt und dann die ganze Zeit so weht, dann ist das so ein lautes Dröhnen im Ohr gewesen oder im Helm, das hat teilweise dann, ist schon echt Schmerzgrenze, aber wortwörtlich Schmerzgrenze. Und das ist jetzt viel feiner und mich freut es so ungemein, dass es diesmal das allererste Mal jetzt, seit ich an dieser Luftfiltergeschichte rumschraube, wirklich der erste Umbau war oder Veränderung, die nichts an der Motorcharakteristik bzw. von den Fahreigenschaften geändert hat. Das heißt, sie fährt immer noch schön smooth. Ich habe dieses Hoppeln nicht oder dass, wenn ich Vollgas gebe, sie auf einmal so, als wenn sie halt keine Luft kriegt oder so. Alles geil. Geil, geil, geil. Zu unserer Tour so ein bisschen. Wir hatten auch geplant, dass wir 6 Fahrzeuge sind, beziehungsweise war vorher so abgefragt und wir kamen nachher 6 bei raus. Wir sind jetzt 6, aber nicht die, die geplant waren. Wie gesagt, dadurch, dass Gerd dazugekommen ist. Der liebe Tim ist zu Hause noch beschäftigt. Wir hatten uns jetzt zwischen 13:30 und 14 Uhr gerade getroffen gehabt. Und ja, das hat er leider zeitig nicht ganz geschafft. Jetzt haben wir uns aber dazu entschlossen, weil er meinte, er wird wahrscheinlich bis 3 Uhr fertig werden. Dass wir jetzt so eine kleine Runde mal drehen. Circa eine Stunde, das war um 3 Uhr wieder bei Meckes sind, wo wir uns ursprünglich getroffen haben. Und hoffen, dass Timmy dann wieder dabei ist mit seinem geilen Klassiker. Der hat sich nämlich eine Yamaha Timberwolf gekauft. Ich habe es nicht im Kopf. Aus den 80ern. Das genaue Jahr muss ich ihm nochmal genau fragen. Also ein richtig urklassisches ATV von Yamaha. Ich denke mal, spätestens wenn wir angekommen sind, weil ich glaube nicht, dass wir jetzt die Tour unterbrechen werden, irgendwo, wenn wir eh nur eine Stunde fahren, für eine Smokerpause oder so. Deswegen ist es jetzt auch schwierig, euch die Maschinen hier einmal zu zeigen. Man sieht sie jetzt alle nur von hinten, beziehungsweise durch GoPro oder dank GoPro seht ihr sie wahrscheinlich so klitzeklitzeklein. Wobei, kann ich das ja mal kurz demonstrieren. Ich fahre jetzt mal ein bisschen dichter auf die Honda auf. So, ich kann jetzt Tessa, das ist die, den drauf sitzt, anfassen von der Entfernung her. Also es war jetzt ein Abstand von ungefähr 30 cm vielleicht, Reifenbumper. Damit ihr mal seht, das sah auf der GoPro jetzt wahrscheinlich wieder irre weit weg aus. Ich dachte mir, ich fahre bei der Tour hier auch mal lieber hinten. Ne, die ist doch gerade ohne Helm gefahren, oder? Aber vom Prinzip her, egal ob die Polizei ist, die ist einfach nur bescheuert. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, quasi hier ganz hinten zu fahren. Erstmal, sage ich mal, habe ich jetzt keine Probleme wieder aufzuholen, falls ich zu viel Abstand habe. Aber wenn ich jetzt mittig fahre, bringt euch das auch nicht so viel mehr, weil dann seht ihr zwar eine andere Maschine wahrscheinlich vor mir. Aber die hinter mir sind, sehen wir ja trotzdem nicht. Ich habe auf jeden Fall gerade wieder übelst Bock zu ballern hier. Das Wetter ist einfach perfekt, weil die letzten Fahrten, die ich gemacht habe, war echt so viel Regen, nass und Und heute passt mal wieder. Ich habe auch das Thermofutter zum Glück wieder rausgenommen aus meinen Klamotten. Ich bin eh gerade so ein bisschen in meiner Happiness-Phase, dass mein Umbau so toll funktioniert hat.
weil bis jetzt jedes Mal, wenn ich an diesen bescheuerten Luftfilter rangegangen bin, war danach irgendwas scheiße. Und ihr glaubt gar nicht, wie glücklich einer das macht, wenn man dann wirklich eine Sache quasi permanent versucht umzubauen und es jedes Mal in die Hose geht und es dann endlich klappt. Oh, herrlich. Ich habe gleich nach dem Umbau auch gleich ein kleines Video gemacht, beziehungsweise kurz einmal gezeigt, wie der Motor sich jetzt anders anhört, und habe das bei Instagram hochgeladen. Also die Instagram-Verfolger, die haben schon gehört, beziehungsweise eine Veränderung gesehen. Es gibt auch kein spezielles Ziel hier bei unserer Tour. Denn der liebe Gerd vorne ist ja der absolute Tourenprofi. Das ist übrigens der da ganz vorne mit der gelben Jacke, seiner 1000er Gate. Und der reist richtig, richtig, richtig viel Kilometer im Jahr runter mit seiner Gate. Beziehungsweise er hat noch eine Can-Am, also er hat zwei Stück, also 2000 Kubik zu Hause stehen. Und ist ein richtiger Profi, was das Thema Touren und sowas angeht. Er hat auch bei den Quadtreffen in Hannover und sowas auch diese ganzen Touren da alle. Auf jeden Fall hat er auch da Touren gemacht, organisiert, geplant, wie, wohin und mit Strecken. Und er hat das schon so spezialisiert auf Touren fahren. Und deswegen haben wir gesagt, ey, dann fahr du doch mal vor, wir brauchen jetzt Tour eine Stunde. Dann macht er erst ja die klassische Rechts-Links-Geradeaus-Tour. Er meinte, wir fahren quasi immer wieder mal rechts, mal links, mal geradeaus, mal gucken, wo wir ankommen. Und nach einer halben Stunde quasi über das gleiche Prinzip wieder zurück, rechts, links, geradeaus, und irgendwann kommen wir dann schon an. Meinte, das ist halt die beste Möglichkeit, Orte kennenzulernen, die man vorher noch nie war. Ich bin gespannt, deswegen kann ich euch auch gar nicht sagen, also wir haben kein Ziel. Rechts, links, geradeaus. Alleine diese Fahrsituation, jetzt wir fahren 50 Stundenkilometer im Ort, der Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Und das war so das Hauptproblem bei meinen Luftfilter-Manipulationen, sagen wir es mal so. Dass genau das nie funktioniert hat. So dieses permanente mit 50 oder mit 70 irgendwo fahren. Gerade da hat es sich immer ja, gemeldet von wegen, hey, hier ist irgendwas echt scheiße. Jetzt überholen wir mal. Damit er mal eine andere Ansicht kriegt. Die 250er Rappe, die kennt er ja auch aus dem Video, ne? Stuntfahr mit einer 250er. Ah, das ist so geil, dieses Ding. Am liebsten hätte ich so ein Teil echt noch zu Hause stehen, nur für solche Sachen. Aber nur für so nebenbei mal ist so ein Gerät ja natürlich auch ganz schön teuer. Aber hier in den Kurven sieht man immer ganz geil, glaube ich, die Maschinen. Zumindest ein bisschen besser als nur von hinten. So, jetzt habe ich durch meine ganze Laberei auch nicht auf ein Ortsschild und gar nichts geachtet. Nämlich, wenn ich jetzt alleine wäre, meine Karre würde jetzt ausgehen. Ich müsste echt googeln, erstmal beten, dass ihr Handy empfangen ist, und dann googeln, wo ich überhaupt bin. Ich wüsste noch nicht mal grob auf der Landkarte, welche, ich schätze mal von meinem Zuhause aus grob Richtung Hannover, aber das ist glaube ich auch das Einzige. Und selbst da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber wir sind in... Ach! Okay. Der Ortsname hat mir jetzt doch was gesagt, auch wenn ich nicht bewusst schon mal da durchgefahren bin, zumindest es nicht mehr im Kopf habe. Aber wie gesagt, was solche Sachen wie Orientierung angeht, bin ich ein ganz, ganz schlechtes Vorbild. Aber ich genieße jetzt erstmal noch so ein bisschen die Tour und ich guck mal, dass ich es nicht vergesse, mich nochmal zu melden, wenn wir angekommen sind, dass man die Maschine nochmal ein bisschen von vorne alle sieht. So, dann zeigen wir die Maschine hier erstmal alle nochmal von vorne, dass man auch sieht, was man die ganze Zeit jetzt von hinten gesehen hat. Vorweg unsere schönen 1000er 700er Raptor.
250er. Hinten noch schön TGB mit den optimalsten Straßenreifen drauf hier. Also so sehen die ganzen Geräte von vorne und von der Seite aus, die ihr gerade von hinten gesehen habt. Jetzt schalten wir mal zurück auf die Straße. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen, gerne auch über einen Kommentar. Ich hoffe, ihr habt eure Maschinen auch noch im Betrieb und konntet das geile Wetter genießen. Also sage ich wie immer, ciao und haut rein mit Toxic Time.